Ja, das ist, denn ein Bauer hängt ja an jedem einzelnen Tier. Und unser Hund, der ist dann aus dem Fenster gesprungen und kam uns hinterhergelaufen. Aber den haben wir ja dann nach ein paar Kilometern auch verloren. Es war ja dann auch schon dunkel. Was aber sehr schlimm war, wie ein Soldat in die Küche zur Mutti kam und sagte: Wir werden jetzt das Vieh vom Hof jagen. Kommen Sie mit raus. Und da hat die Mutti bitterlich zu weinen angefangen und gesagt, ich soll mit angucken, wie man mir meine Arbeit und mein Fleiß vom Hof jagt. Und da hat der Soldat auch auf den Boden geguckt und fing dann auch an zu weinen. Ja, aber es half nichts. Und dann die eine Leitkuh, die hat dann auch den Kopf durchs Fenster gelegt und in den Raum reingebrüllt. Und Mutti sagt, es war wie ein Fanal, was die Tiere betroffen hat und dann die Menschen. Ja. Ja, es war eine schlimme Reise. Vor allem diese schrecklichen oder diese 2,5, ja, also 1,5 Tage auf dem Eis vom frischen Haff, und wir konnten einfach nicht runter. Und wenn das Eis unter den Füßen knackte, man hatte zum Teil das Eis ja auch mit Bohlen ausgelegt, und wenn die Pferde den Wagen gezogen haben, ein Pferd spürt sowas ja, nicht? Dieses Entsetzen auch im Gesicht der Tiere selbst. Naja, wie wir dann in Bodenwinkel vom Haff runterkamen, das ist übrigens im Danziger Raum unterhalb von Stutthof, das Konzentrationslager, wovon wir erst viel, viel später Kenntnis erhalten haben, was denn da wirklich war. Naja, ich glaube, wir haben vorhin erzählt, wie wir in Podel angekommen sind. Ja, da waren dann, die Russen haben sich dann über die Frauen hergemacht und sind viele. Viele böse Sachen, was wir da mit ansehen mussten. Und wir haben uns dann aber im Wald versteckt. Wir hatten in unserer Gruppe zwei Jungs, die waren 15, und das waren Cousins, 15, 16 Jahre alt. Und für die war das alles ein großes Abenteuer. Die haben wohl die Fuhrwerke oder die Pferde geleitet. Und die wussten aber überall, wo Scheunen waren, wo Mieten waren, wo Kartoffeln waren, wo Rüben waren, wo Getreide war. Die Pferde hatten ja auch Hunger, nicht? Und sonst haben wir immer am Waldrand irgendwo gestanden, die Wagen zusammen mit Tannenästen zugedeckt. Die Frauen haben auf dem Wagen mit den Kindern geschlafen und die Männer unterm Wagen. Aber dann war auf einmal schlechtes Wetter, im März Tauwetter. Ja, und da musste ein Dach her, egal wie. Und da hatten die Jungen im Wald eine Kapelle entdeckt. Roter Backstein, Natursteine, Friedhof drumrum. Das war ein Mausoleum, wie sich später herausstellte. Das Mausoleum der Familie von Braunschweig. Und da setzt auch in dem Sommer drauf, setzt ja meine persönliche Erinnerung ein. Da unten waren die Särge, große schwarze Särge, die waren unten aufbewahrt im Gewölbe. Und wir haben dann diese Kapelle als willkommene Behausung genommen, war ja ein Dach. Und die Männer brachen dann die Tür auf, immer mit einem verzeihenden Verstehen auch an die Verstorbenen gerichtet, weil uns ja gar keine andere Wahl blieb.